Also wir Politiker hier, wir sind total privilegiert. Wir kriegen ein Mördergehalt hier jeden Monat überwiesen. Wir haben eine Freifahrtskarte für die Deutsche Bahn. Wir haben hier fette Bonzenschleudern, so sagt man hier, mit denen wir hier rumgefahren werden. Und dann muss man sich noch auch nicht noch extra ein Orden umhängen. Das versteht wirklich kein Mensch. Ein Orden haben die verdient, die jeden Tag vor Ort was leisten. In den Vereinen, in den Verbänden, die Kinderbetreuung machen, die Fußballmannschaft managen. Die haben das verdient, aber das müssen nicht die wirklich bestprivilegiertesten Politiker sich auch noch gegenseitig einen Orden umhängen und sich dabei geil finden.